Hallo und willkommen zu Dead by Daylight. Ich bin euer Mr. Basketman HD und ich spiele die Schädelhändlerin. Mal schauen, wie es läuft auf dem Garten der Freude. Ich habe korrupte Intervention, Stromstoß, Franklins Niedergang und Geiselhaken, Schmerzensecho. Schauen wir mal, wie es so läuft. Oh, hinter mir ist einer gelungen. So, mal gucken, ob wir den Hit kriegen hier. Ja, kriegen wir. Und ich habe keine Ahnung, wohin gelaufen ist. Das ist die Nähe. Die will ich auf jeden Fall, weil die eine Taschenlampe hat. Das ist zu früh. Zu früh. So, ich würde auf jeden Fall aus dem Radius rausgehen, weil sonst hast du gleich ein Problem. So, Taschenlampe ist weg. Und rennt mir entgegen. Okay. Nehme ich sie mit. Die bringen wir am Keller. Die bildet noch nicht mal mehr. Keine Ahnung, warum. Weil ich erst die Taschenlampe aus der Hand geschlagen habe, oder was? Hallo? Hallo? Was macht ihr denn da? Okay. Keine Ahnung, was das werden soll. Ja, ich kann dafür leider auch nicht. Was macht ihr denn jetzt hier? Der steht direkt vor mir, sag mal, und... Ja, hallo? Meinst du, ich lasse dich jetzt da retten? Was soll denn das werden? Mein Gott. Das sind gefühlt 2,5 Minuten und ich habe jetzt hier schon gleich 3 Kills. Also, ich sag's euch jetzt schon. Dahinter kommt dann eine zweite Runde. Ich weiß nicht, warum das so ist. Ich habe zwar gehört, dass die Leute ungern gegen die Schädelhändlerin spielen, aber dass es so schlimm ist, hätte ich jetzt nicht gedacht. Und wie gesagt, die ist ja noch nicht mal extrem stark. Finde ich zumindest. Klar, ihre drohen Nerven, aber da muss man doch nicht gleich, muss man nicht gleich irgendwie aufgeben. Also, verstehe ich immer nicht. Oh, hier ist die Luke. Es wird aber schwer, die Ausgänge zu verteidigen. Mal gucken. Ich werde auf jeden Fall an den Ausgängen die Drohnen hinsetzen. Damit das ein bisschen geschützt ist. Denk mich durch, haben die noch nicht mal einen Gen gemacht. Ich weiß gar nicht, haben die einen Gen? Oh, da ist Feng. Okay. Na gut. Die kann ich jetzt hier locker jagen, weil sie wird hier nicht mehr wegkommen. Stun will ich nicht. Wo ist sie hin? Ah, da. Okay. Oh, okay. Lass mich doch mal stunnen. Ja, der Timer läuft ja dann irgendwann ab. Und dann ist sowieso Schluss. So, ich denke hier noch ein paar Punkte. Das ist in meine Drohne reingelaufen. Okay. Und da ist er. Okay. Wollte gerade sagen, habe ich sie jetzt verloren? Keine Ahnung, wie ich die jetzt getroffen habe. Ist jetzt noch hier noch, oder ist jetzt... Nee, das ist ein Winterkorps, okay. Ach, da geht's nicht lang, okay.
bin ich sie nicht mehr. Ich will sie anscheinend von mir nicht aufhängen lassen. So, damit ist sie jetzt tot. Wo war denn das? Ach, da hinten irgendwo. Tja, tut mir ja sehr leid für die Fang, wenn die anderen nicht spielen wollen. Aber dafür kann ich leider nichts machen. Ja, wie gesagt, ich hänge euch auf jeden Fall jetzt gleich hier noch eine zweite Runde ran. Und dann gucken wir mal, ob es ein bisschen besser läuft. Pip haben wir natürlich nicht gekriegt, weil die Runde viel zu schnell ging. Und eine war sogar Prestige 100, der Steve. Ach du meine Güte. So, und da sind wir jetzt wieder beim Midwich Elementary School. Die Map habe ich mir übrigens gewünscht. So, gucken wir mal, ob es jetzt ein bisschen besser läuft. Ich fürchte das Schlimmste. Aber ich bin der guten Hoffnung. Oder guter Dinge. Oh, Hallöchen. Ach nee. Ich steh noch. Oh Gott, nee. Ah. Warum? Warum spielen die Leute überhaupt dieses Spiel? Ah. Ja. Das wird jetzt wieder so anfangen. Meistens Echo. Und der nächste DC. Ach, du meine Güte. Ich hoffe, dass die wenigstens versuchen, noch ordentlich zu spielen. Dass ich ihnen natürlich jetzt hier nicht schenken werde, ist ja auch klar, aber... So, ausgetrickst. Mindestens habe ich jetzt zwei Bots. Früher war es ja tatsächlich nur so, wenn der DC war, war ihm gar keiner mehr. So, nächster Schmerzensecho. Ich weiß nicht, was die Survivor alle haben. Also, ich kann es nicht nachvollziehen. Ich versuche zumindest immer zu kämpfen und versuche immer mein Bestes, auch gegen diesen Killer. Und das ist der Bot. Für die einen hat sich tatsächlich sterben müssen. Jetzt habe ich genug Zeit, um die jetzt zu retten. Ist die noch hier? Nein, die ist schon mal hier. Sehr gut. Genau, weg damit. Das war ein komisches Geräusch. So, da sind die beiden Bots. Jetzt müssen einer davon, glaube ich. Ich weiß, die Map ist nicht die lustigste für die Survivor, aber... Der erste Gen ist durch. Kann natürlich jetzt jeder gewesen sein, der Bot oder der Mensch. Aber ich hoffe mal wenigstens, dass der Mensch den Gen gemacht hat. Gehen wir mal hoch. Jen? Da ist auch tatsächlich einer, das ist glaube ich der, ja, das ist der
wenn ich hier dieselbe triff. Krieg das einen Hit? Ja, die hat anscheinend auch keinen Bock mehr. Ja, was ich verstehen kann, wenn zwei Leute einfach deceiven. Aber ich gehe nicht in die Runde rein und ja, und arme jetzt irgendwie. Also. Ich werde das mal in den nächsten Wochen weiter beobachten, wie das denn so mit dem Killer ist. Ob das tatsächlich jetzt immer dauerhaft so ist. Mal gucken. Das sind nur die beiden Bots. Also die ist da. Was hat denn die ja gemacht? Ein Schrank aus dem Schrank gehopst? Anscheinend. Die hatte ich glaube ich schon mal. Ich glaube die andere hätte mir gefehlt. Ah, Mist. Die Bots sind immer so glitschig. Die andere hängt immer noch am Haken. Jetzt ist sie tot, das gibt's doch gar nicht. Also das ist wirklich lächerlich. Na klar, wenn natürlich keiner retten kommt, kannst du natürlich nichts machen. Wir tun jetzt die beiden menschlichen Spieler leid. Die eigentlich, so wie ich sie, denke ich mal, einschätzen, eine nette Runde haben wollten. Eine entspannte Runde. Aber dem ist leider nicht so. Wenn ich jetzt die Bots wegtunnele, ist es eigentlich egal. Ich hole mir jetzt den anderen auch noch. Also wir werden immer den Loop wechseln, sobald ich die Drohne setze. Und damit kriegst du natürlich einfacher. Ja, tut mir jetzt echt leid. Aber ich hoffe, ihr liked das Video trotzdem. Und wenn ihr noch nicht abonniert habt, könnt ihr das natürlich auch gerne machen, was mich natürlich freuen würde. Wie gesagt, ich versuche jetzt gerade regelmäßig meine Videos rauszubringen und auch mal ein bisschen Abwechslung reinzubringen. Und ja, genau. So, haben wir alle gekriegt. Stolz bin ich natürlich jetzt drauf nicht. Das war jetzt auch ziemlich langweilig. Aber, ja, deswegen habe ich euch die beiden Folgen jetzt zusammengetan. Aber wie gesagt, ich werde es mal weiterhin beobachten, wie das denn sich entwickelt. Da war ja auch kein Papier gekriegt. Also, es ist schon unglaublich schwer. Dann bist du nicht dabei, schon ordentlich spielen. Ja, denn würde ich erstmal jedenfalls erstmal sagen, denn danke ich euch fürs Zusehen und hoffe, dass ihr beim nächsten Mal wieder einschaltet. Bis dann, euer Mr. Basketman HD. Ciao, ciao.